Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind immer noch im Lava-Biom, da haben wir das letzte Mal aufgehört. Und wir wollen jetzt mal ganz flott, und flott würde ich jetzt wirklich mal in Anführungszeichen setzen, ins Gefängnis. Ich hänge hier irgendwo fest. Uncool. So, ich muss jetzt mal gucken, wo der Ausgang war. Ich glaube, der ist da unten. Ich höre schon unseren Freund, der ist total freundlich unterwegs wieder. So. Aber ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Meine Gesundheit geht schon drastisch runter. Bei 92%. Wir müssen dann auf jeden Fall hier so schnell wie möglich weg. Okay, hier sind wieder diese Eier, die wir auch irgendwo ins Aquarium gepresst haben. Gut, ich bin in der Sackgasse. Passt, aber weil, dann kann ich ein bisschen reparieren. Das ist ganz okay. Weil hier mache ich gerade keinen, hier nehme ich gerade keinen Schaden. Höher. Oh Mann, jetzt finde ich jetzt echt den Ausgang nicht, oder wie? Das kann jetzt nicht wahr sein. Das war eigentlich nicht so schwer. Das war eigentlich gar nicht so schwer, hier rauszukommen. Muss nur finden, wo lang. Würde das Viech da draußen bitte die Fresse halten? Wie gesagt, ich muss mich jetzt hier so ein bisschen orientieren. Nö. Das gibt's doch nicht. Das ist mir das letzte Mal nicht so schwer gefallen, hier rauszukommen. Weil es eigentlich auch nicht schwer ist. Ui. Nee, ich habe gerade gut Schaden. Spinne ich jetzt? War ich hier schon? Drehe ich mich gerade im Kreis? Ja, ich drehe mich gerade im Kreis. Wow. Gut, dann reparieren wir an der gleichen Stelle nochmal. Und jetzt echt nochmal aus dieser Höhle jetzt raus und nochmal rein. So. Es leckt halt auch so ein bisschen. Das ist halt. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. So. Also ich muss auf jeden Fall hoch, da bin ich mir sicher. Und ich gehe gerade runter. Runter ist eigentlich nicht gut. Ich schaue jetzt einfach glatt nochmal schnell nach. Gab es noch einen höheren Einstieg? Nö. Das war schon der Einstieg, den wir auch damals genommen haben. Okay. Also wir sind hier auf jeden Fall rausgekommen. Und irgendwo so. Jetzt komm schon. Na, wenigstens nehme ich hier keinen Schaden. Wie ich das hasse, wenn er sich irgendwo verkeilt. Und das macht er verdammt gerne. So. Ey, ich finde jetzt hier... Leute, ich mache jetzt hier gleich echt einen Cut. Und wir sehen uns dann, wenn ich draußen bin, weil das nervt mich gerade. Also bis gleich. So, Leute. Ich habe es jetzt tatsächlich rausgeschafft. Hat lang genug gedauert. Eigentlich ist es wirklich einfach.
Aber ab und an sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, wenn mich jetzt der scheiß Blitzkopf nicht angreift. Doch, tut er. Aber hallo, greift er mich an. Wow. Das war so klar, dass er mich angreift. Und in die Lava reinschubst. So ein dreckiger Bastard. Oh, die Viecher, die sind so aggressiv geworden. Das ist unglaublich. Und ohne die verbesserte Schubdüse ist das hier halt zum Kotzen, Leute. Ich hasse das Lava-Biom. Das schrecklichste Biom, was es gibt. Jetzt komm halt raus mit dieser Schnarchschubdüse. Unglaublich. So, jetzt will ich mich hier erstmal verpissen. Weil er toastet mich gerade. Ich will doch hier nur weg. Jetzt gehe ich genau in die Richtung, wo er geht. Ich will hier einfach nur weg. Irgendwohin, wo er nicht ist, wo ich mich ein bisschen entspannen kann. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. So. Lässt er mich jetzt hier in Ruhe, oder? Kann ich jetzt hier ganz kurz bitte? Danke. Also das Biom ist doch echt Arsch. Also so hart Arsch, das ist unglaublich. Gut. Lass mich in Ruhe. So. Gut, dann brauchen wir jetzt nur noch einen Abstieg. Irgendwo, wo es runter geht. Ich glaube, da hinten. Ich komme doch hier nie wieder mit dem Prawn dann raus. Ohne der Schubdüse. Das ist doch sicher, das ist doch komplett sicher, dass ich hier nie wieder rauskomme. Aber okay. Gehen wir eine Etage tiefer. Haben ja sonst nichts zu tun. Ich glaube, das ist aber soweit schon ganz richtig. Bloß nicht in die Lava fallen. So. Ey, schaut euch das mal an, wie viel Damage ich hier nehme, Leute. Mann, ist das uncool. Mann, ist das uncool. Und ich bin richtig. Auf jeden Fall bin ich richtig. Ich sehe es da hinten schon, aber... Ich muss jetzt auch nur irgendwie hinkommen. Und ohne die Schubdüse echt, echt mühselig. Kann ich hier stehen? Kann ich. So, ich hab's auf jeden Fall gesehen. Wir sind nicht weit entfernt, aber es wird jetzt echt tricky, Leute. So, ich hau hier auch direkt eine neue rein. So, hier lang. Halte ich für eine gute Idee. Ja, 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 ja. Wow. Wow, wow. Wow, 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 wow. Bro. Lass mich in Ruhe. Okay, ich bin gleich im Sack. Ich bin gleich im Sack. Kann ich hier landen? Kann ich. Boah, ich nehm Schaden, aber hallo, hat mich der gerade geplättet. Oh, das war's, Leute. Doodly-doo Prawn. Oi, 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 oi. Ja, da ist er gerade explodiert. Da ist der Prawn gerade explodiert. Sheet. Oh. Tja, so viel dazu.
Und ich kann nicht rein. Wow, hat sich rentiert, Leute. Wow, 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 wow. Der hat's auf mich abgesehen. Der hat so hart auf mich abgesehen. Also die sind ja echt aggro, Leute. Die sind ja so hart aggro geworden. Wow. Geil. Läuft. Hm. Tja, was mache ich jetzt? Ich würde sagen, das war ein Satz mit X. Ich komm hier eh nicht rein. Ich habe jetzt nämlich auch nichts gesehen. Wow. Okay. One Shot, Leute, und ich bin down. Und ich habe die ganzen Artefakte und alles. Die sind alle weg. Das Blaue. An das komme ich ja nie wieder dran. Nee, das können wir so nicht stehen lassen. Ich werde jetzt mal laden. Und dann kommen wir unten hin. Also sehen wir uns gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Game Safe geladen. Das war ja mal ein ziemlicher Fail. Und es ist echt lustig, wie der Spielstand lädt. Also ich stehe auf meinem Prawn. Finde ich irgendwie lustig. So, das heißt aber für uns, dass wir uns den Scheiß jetzt echt schenken können. Weil, ja, warum auch? Den Quark müssen wir nicht mehr machen. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass die Sea Dragon aus meiner Sicht schon fast zu stark sind. Also in Kombination dessen, dass ich eh schon Schaden nehme, wenn ich durch den Boden, da nehme ich ja schon Schaden. Dann den Schaden, den der Sea Dragon macht. Ich finde, das ist zu krass. Ich meine mal, der Prawn war ja irgendwann mal dafür konzipiert, dass man sich mit ihm gegen einen Sea Dragon behaupten kann. Also muss ich sagen, das ist voller Bullshit. Weil die Torpedos sind ja jetzt auch nicht wirklich mortal. Also damit kann ich jetzt auch nicht wirklich großartig rumpimmeln. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Der ist zu heftig aus meiner Sicht. Au. Ja, ich habe gerade ein bisschen was getrunken. Daher sind meine Fahrkünste gerade nicht so der Burner. Aber hey, komm. Muss mal sein. Man muss das Leben einfach manchmal genießen. Jetzt mal kurz gucken, was hier unten ist. Wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich da auch mal kurz reinluren. Aber wahrscheinlich ist nichts. Ja, es ist ein Häufchen nichts. Aber ich kann mal reinblitzen. Just for fun. Und ich wollte ein bisschen Magnetit mitnehmen. Da haben wir was. So. Das machen wir jetzt nämlich auch schnell. Ich lade mal. Okay, das ist nur ein Bone Shark. Da hinten ist auch ein Bone Shark. Meh. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Gut. Nehme ich mit. Weil wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel Magnetit ich noch zu Hause habe. Okay, ein Warper. Schön, dass du auch da bist. Können wir jetzt hier gleich Arschlochparty feiern. Ein paar Bone Sharks. Ja, ja. Du mich auch. Aggressiven Mistviecher. Aber so viel Magnetit ist hier gar nicht. Muss ich leider traurigerweise hier gerade feststellen. Silbererz, ja, nehme ich mit. Uranit nehme ich natürlich auch mit. Hm, sogar noch ein bisschen mehr. Perfekt. Sehr schön. Und man muss auch sagen, der Supersprung, also die Schubdüse, die abgegradete, die ist essentiell, wenn man da unten ist. Man hat gesehen, wie langsam ich mich nur fortbewegen kann. Das ist zu langsam, Leute. Also, dafür braucht man auf jeden Fall die abgegradete Schubdüse. Ich denke, das ist unumstritten. Also, ohne der, finde ich, geht es einfach zu langsam voran da unten. Also, meine Meinung. Aber vom Dragon wäre ich ja so nie weggekommen. Okay, meine Motte ist da unten.
Dann cruisen wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier habe ich jetzt schon ziemlich abgeerntet. Okay, ab und an mal echt sehr komische Geräusche, die das Ding hier fabriziert. Au! Was habe ich denn da schon wieder gerammt? Also irgendwas Unangenehmes habe ich da gerade auf jeden Fall wieder gerammt. So, hier habe ich noch ein bisschen was, was ich haben will. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Au! What the fuck? Lass den Scheiß. Böses Ding. Böses Ding. Jetzt hat es mich aber ganz kurz gerissen. Hier war doch aber noch irgendwas, was ich aufheben wollte. Oder habe ich jetzt schon alles, was ich hier gerade gesehen hatte? Zwei Slots hätten wir noch. Die würde ich sehr, sehr gerne noch voll machen. Hey, ein bisschen Lithium. Schadet auch nicht. Wo ist er denn, der Sack? Der ist da. Teleportet er mich einfach weg. Einfach so, eiskalt. Ich glaube, ein bisschen Platz hatte ich sogar noch in der Seemotte. Dann nutzen wir das doch jetzt gleich aus, oder? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Okay, das tat weh. Das tat weh. Hui! Wow! Sag mal, was ist denn heute los, Leute? Ey, sag mal, was ist denn heute los? Ich geh noch kaputt? Ernsthaft? Das Ding schändet doch jetzt mit Sicherheit meine Motte, oder? Jetzt muss ich hier wirklich... Jetzt muss ich hier wirklich die 960 Meter... Leck mich... Bis ich dort bin, ist das Ding doch eh kaputt, oder? Was für ein Part, Leute. Was für ein Part. Ich glaube, so oft gestorben wie heute bin ich... Ich glaube, ich bin im ganzen Spiel noch nicht so oft gestorben wie heute. Zweimal bin ich draufgegangen. Ne, ernsthaft, ich glaube, so oft bin ich... Das ist die Dreierkapsel, da waren wir aber schon, oder? Aber es leuchtet noch so verheißungsvoll. Mann, 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 was für ein Drecksviech. Ich hatte meine Taschen voll, verdammte Axt. Ja, ja, du mich auch. Entspann dich da hinten. Grumpelty Dumpelty du. Naja, wir haben den halben Weg schon geschafft. Ich hoffe jetzt echt, dass er das Kackding nicht kaputt macht. Sonst kriege ich echt einen Anfall. Mann, 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 Mann. Also, dass die so hardcore drauf sind, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hey, das Warpen selber tut mir auch weh. Das ist neu, oder? Bilde ich mir das ein, oder ist das neu? Das hat doch früher kein Damage gemacht, oder? Hat das früher schon Damage gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Tja. Ey, mein... Ey, du Drecksviech. Ernsthaft. Du gehst mir so auf den Piss. Wo bist du? Okay, das Viech will mich wirklich nerven. Ey, schaut euch an, wie viel Schaden ich schon wieder habe. Jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Ich gehe nach Hause. Ey, unglaublich. Ey, das ist wirklich unglaublich. Also so hart haben die doch früher nicht gepimmelt. Das kann mir keiner erzählen. Und irgendwie, glaube ich, kann man sie auch nicht killen. Ich muss mal ausprobieren mit einer... Stasis Rifle. Das muss ich jetzt wirklich mal testen, weil ich würde gerne mal einen aus Vergeltung töten. Weil die Viecher gehen mir ja gerade echt hart auf den Sack, Leute.
so schlecht gelaunt, wie die sind. Und hier unten will mich doch sicher auch gleich irgendwas töten. Oder? Na klar. Ne, doch nicht. Ich dachte schon Spuckpflanzen. Aber dass es keine Ressourcen und nichts gibt. Eigenartige Höhle. Sehr, sehr eigenartige Höhle. Aber ich würde nichtsdestotrotz gerne mein Inventory noch schnell vollkriegen. Es kann doch nicht so schwer sein. Ohne hier gleich wieder vergewaltigt zu werden. Mit ein bisschen Magnetit und ein bisschen Uranit. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Und Bone Sharks. Geil! Mein Leben ist toll. Und nicht gerade wenig von den Drecksviechern. Und mein guter Freund, der Warper, ist doch mit Sicherheit auch gleich wieder irgendwo einen Schritt entfernt, oder? Ich habe jetzt halt ein ganzes Inventory voll von dem Stuff echt verloren. Was wirklich bitter ist. Ja, ja, ich habe dich gesehen. Krächzt sich woanders aus. Ja, okay, dann kriege ich mein Inventory halt gerade nicht voll. Ah, da ist er ja wieder. Da ist er ja wieder. Komm, schieß dein Kackding. Drecksviech. Ja, genau das meine ich. Drecksviech. Und weg bin ich. So ein kleines Arschlochtier. Wahnsinn, Leute. Ups, das war nicht Absicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber ich glaube, großartig geschändet hat er nicht. Ich glaube, bei 61% Health war ich auch davor. Na, wenigstens etwas. Der will nur mich töten. Finde ich gut. Ist nicht direkt, aber ist auf jeden Fall besser, als dass er, wenn ich, sobald ich tot bin, dass er den Rest auch noch zerlegt. Bisschen Magnetit hätte ich trotzdem noch gern gehabt, weil jetzt habe ich, glaube ich, echt nicht viel dabei. Aber ist mir jetzt egal, wir fahren jetzt nach Hause. Bloß keine davon. Ah, jetzt muss ich echt aufpassen, weil viel halten wir nicht mehr aus. Leider. Habe jetzt echt gut eine auf den Sack gekriegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Erst platt gemacht, dann nochmal getötet. Den Prawn verloren. Ich meine, wir haben ihn ja wieder, weil ich ja gesaved habe, aber das ist wirklich suck my balls. Also der heutige Part. Mann, 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 Mann. Lief Premium. Kann man nicht anders sagen, lief einfach Premium. Na gut, ein bisschen Zeugs haben wir ja gekriegt. Das ist ja schon mal was. Welcome aboard, Captain. Aber das ist echt zu krass. So. Können wir jetzt hier wenigstens so ein bisschen reparieren. Das arme Ding. Geschändet und geschunden. Fuck, den blauen. Den blauen Schlüssel habe ich ja tatsächlich jetzt verloren, oder? Ist mir jetzt egal, wir brauchen ihn eh nicht mehr. Ich glaube, in der Season brauchen wir ihn eh nicht mehr. Bringen wir das Zeug noch weg. Allerdings sehe ich eh gerade auf die Zeit. Wir sind eh wieder am Ende des Parts. Ich hoffe, ihr hattet heute in diesem echt strangen Part euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich mega mäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.